Jetzt kommen wir zum nächsten Anrufer. Hier ist Paula. Wer spricht da? Ja, schönen guten Tag. Hallo. Wer ist denn da? Grüß dich. Ja, ich möchte gern anonym bleiben. Alles klar, verstanden. Okay, dann erzähl mal. Hi. Ja, ich bin knapp jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Ja. Es ist auch alles gut, auch punkto Sex, ja. Leben und also wir sind auch ehrlich zueinander. Mhm. Ja, ich habe so eine Vorliebe. Also, ja. Ich finde es toll, wenn ich finde es sehr, sehr toll, wenn andere Männer meine Frau hinterher schauen. Mhm. Okay. Und sie sagt, das wäre irgendwie krank. Okay, meinst du mit hinterherschauen, hinterherschauen oder meinst du auch? Ja, also es hat ja damals angefangen, wo wir noch etwas jünger waren. Wir sind ja auch schon seit 18 Jahren zusammen. Ja. Mhm. Und ja, ich war noch nie eifersüchtig in dem Punkt. Im Gegenteil, eher immer stolz. Ja. Ne, wenn jetzt irgendjemand mir gesagt hat, tolle Frau, sieht die gut aus. Ja. Oh. Und in den Jahren, natürlich, klar, man entwickelt sich ja weiter, auch in puncto Sex. Und das war ja eigentlich alles okay. Und dann irgendwann mal habe ich mir halt, ja, ich sag mal jetzt Pornos angeschaut, ne? Mhm. Und da war halt ein Dreier zu sehen. Ja. 2 Männer und 1 Frau. Und da habe ich mir vorgestellt, dass meine Frau wäre, ich und noch ein Mann. Okay. Und das macht mich halt an, komischerweise. Ja, also würde es dir auch gefallen, wenn deine Frau Sex mit jemandem hätte und du würdest nur dabei stehen? Also würdest gar nicht mitmachen? Nein, nein. Also ich will mitmachen. Du wirst auf alle Fälle mitmachen, okay. Ich frage nur deshalb, weil wir neulich, oder ist schon ein bisschen her, jemand auf Instagram geschrieben hat und der hatte genau dieselbe Leidenschaft wie du. Allerdings mit der Feinheit, dass er gerne wollte, dass seine Frau grundsätzlich tollen Sex hat und ihm hat es gereicht, das zu wissen und manchmal auch zuzuschauen. Also er musste da gar nicht direkt in dem Geschehen dabei sein und hat mich gefragt, ob ich das irgendwie komisch finde oder krankhaft oder so. Und ich finde aber, solange die Frau da auch Lust drauf hat, ist das alles, was einen glücklich macht und legal ist und niemanden schadet, eine feine Angelegenheit. Und habe ihm da ordentlich zugeredet und er schickt mir immer wieder Updates von sich und seiner Frau, die strahlen, denen geht's gut. Manchmal kriege ich auch Fotos von den aktuellen Liebhabern seiner Frau. Also, aber der hat da total seine Berufung gefunden und der genießt es eben, seiner Frau so eine tolle Erfahrung zu gönnen und gleichzeitig natürlich sein Selbstwertgefühl aufzupumpen, indem er sieht, andere Männer finden diese Frau auch ganz, ganz attraktiv. Aggressiv. Aber sie gehört eben zu ihm. Mhm. Also so. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn der eine was will und der andere nicht, dann geht's nicht. Ja? Was sagt denn deine Frau zu der ganzen Geschichte? Also sie sagt, wenn es mich doppelt gäbe, ja, dann klar. Aber so auf keinen Fall. Also sie könnte sich jetzt nicht mit einem anderen Mann und mit mir vorstellen. Also das würde sie gar nicht machen. Okay. Also wenn sie sich das gar nicht vorstellen kann, dann geht es nicht. Aber gibt es irgendwas, was du schon mal versucht hast, um ihr zu zeigen, guck mal, so könnte es sein irgendwie? Ja, also wir haben mal auf diese Chat-Plattformen mal probiert, ja? Wo man sich gegenseitig zeigt. Ja, und okay. Ich saß halt daneben und sie hat einfach mal oben ohne, also sich entblößt, ne? Ja, und der Gegenüber natürlich, ne? Auf der anderen Leitung hat sich ja halt vergnügt, sag ich mal jetzt, ne? Mit sich selbst, verstehe. Mhm. Genau, genau. Und es hat mich schon heiß gemacht. Also. Ja, na, wenn es dein Ding ist, ist es klar, dass es dich heiß macht. Was hat es denn mit ihr gemacht? Sie macht das als teils an, sage ich jetzt mal, ne? Mhm.
Aber ich komme langsam, ich merke es langsam selber, dass ich sie quasi immer wieder quasi dieses Thema unwissentlich immer wieder drauf komme. Ja. Dass man mal vielleicht mal swingern geht oder sowas. Sie möchte auf keinen Fall, dass ich eine andere Frau anfasse. Okay. Ist okay. Ja. Ist für mich, ich will auch gar nicht. Also ich glaube, wie du sie vielleicht für das Thema erwärmen könntest. Ja, es gilt nach wie vor, wenn sie da keine Lust drauf hat, dann geht es nicht. Aber es kann ja sein, dass sie einfach gewisse Vorstellungen im Kopf hat, die das ausschließen. Zum Beispiel, das macht man nicht oder das bedeutet, ich bin meinem Mann untreu oder oder wie auch immer, also moralische Vorstellungen. Und darum würde ich da jetzt den Druck rausnehmen und sie nicht damit die ganze Zeit bombardieren. Hast du den gesehen? Hast du das gesehen? Oh, wie toll das wäre und so weiter. Sondern einfach versuchen, ihren sexuellen Horizont ganz, ganz langsam zu erweitern. Ja, ohne Druck, voller Liebe und ihr auch die Gewissheit geben, also dass es... Ja, das machen wir auch, ne? Also, ja. Wir sind da schon ehrlich zueinander und wenn sie sagt, hör mal, du nervst, dann sage ich, tut mir auch leid, sorry. Ja. Und dann halte ich sie doch zurück, ne? Also, ja. So zu Hause, beziehungsweise hier, das läuft alles gut. Es ist, ob jetzt Toys dabei sind, egal was, da haben wir absolut keine Probleme. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht so mit jedem reden, ne, und fragen, hör mal, bin ich jetzt krank oder, ne? Also die Antwort kann ich dir geben, du bist nicht krank, überhaupt nicht. Es ist völlig okay, so ein Interesse zu haben. Es ist natürlich auch okay, das Interesse nicht zu haben. Also Beziehung ist ja immer Kompromiss und darum würde ich dir vorschlagen, da langsam einfach die Tür immer ein Stückchen weiter zu öffnen und zu gucken, ob sie durchgehen will oder nicht. Eine andere Wahl das hast ist, du eigentlich nicht. Ja, das ist so, wie du gesagt hast, der Vorgänger. Ich liebe es, wenn meine Frau glücklich ist. Ja. Und wenn wir halt auch ganz normal Sex haben und das hinauszögern auf 2-3 Stunden und spielen da. Also ich bin komplett im Hintergrund. Ich bin glücklich, wenn sie wirklich glücklich ist und zufrieden ist. Ein Lächeln hat. Das klingt total toll und ich bin sicher, dass viele Frauen jetzt... machen, aber und mach genauso weiter und vielleicht eines Tages, weißt du, denkt sie, ach, weißt du was, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Was anderes bleibt dir nicht. Aber sei einfach ein toller Partner und Liebhaber und ja, mach deine Partnerin glücklich. Das ist das Allerwichtigste. Und dann. Ja, ist ja unsere Aufgabe, ne? Ja, und aber du musst auch glücklich sein, ne? Aber Beziehung ist, wie gesagt, der Mittelweg und ihr findet da schon was. Ja. Ja. Schön. Okay. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Vielen lieben Dank. Ja, viel Erfolg und Spaß. Ja, danke. Danke. Wenn wir haben. Okay. Bis ciao, ciao. Ciao, tschüss.